Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Corbel Space Programm, und zwar die Folge Nummer 79. Was ist denn hier so schön am Leuchten? Keine Ahnung. Was ist jetzt hier unser Dynamic Research Labs, okay. Könnte eine Aufgabe sein. Ich habe jetzt wollte mal reingucken. Machen wir als erstes. Der Dralo hatte das auch geschrieben. Ich sollte mal hier ruhig reingucken, obwohl er meint, dass da nichts sein könnte. Carbon Satellite Science Data from Space around the Moon. Nö. Test here to stack the bird in flight. Nö. Planetary Tourist. Nö. Explore Duna. Explore Minmus. Survive, hat er gesagt, sollte ich nicht nehmen, ne? Ferry, 3 Tourists, Safety, okay. Explore Minmus, Expeditional, eine Exceptional. Objectives. Transmit, oder? Cover, Scientific, Space, Around, Minmus. Land on Minmus, ja, Transmit or Repeat Science Data from the Surface of Minmus. Ich glaube, Archive, Orbit, Around, ich glaube, das können wir annehmen, meine ich. Ja, sieht so aus. Ich nehme es mal an. Gut, haben wir reingeschaut. Dann war hier nichts, sondern wir müssen dann zur Mission hin, die hier ist. Und ja, da können wir schon mal einsteigen, ne? Weil wir wollen ja eigentlich landen, aber wir müssen gerade dann nochmal gucken, was wir da machen müssen für die Aufgabe, ne? Da steht jetzt Survive auf dem Mond. Am Mond ist es okay, nicht Minmus. The Flag on the Moon, Rescue. Achso, da gibt es wohl noch mehr. Explore Minmus, Sheep Orbit Around Minmus. Haben wir schon geschafft. Transmit or Recover Science Data from Space Around Minmus. Temperature. New Data. Müsste jetzt so ein Haken kommen dann, oder? Ja. Land on Minmus, Transmit or Recover Science Data. Also das müsste dann ja gleich noch machbar sein, dass wir, wenn wir landen, diese Mission zu erfüllen, meine ich. Gut. Jetzt machen wir hier ganz viele Sachen auf und ich habe hier angeklickt und deswegen gehen sie nicht zu. Alles klar. So, jetzt sind sie weg. So, jetzt müssen wir, das war jetzt High Over Minmus, denke ich mal hier, und wir wollten, der Dralo wollte das, sagen wir mal so, auf 18.000 reduzieren. Deswegen gehen wir in die Karte rein, sind gleich hier an dem Punkt, Add Manöver, ach, warum, eigentlich brauchen wir kein Manöver machen, aber, oh, das war ein bisschen viel, ne? Komm, das Manöver weg. So, das Manöver weg. Wir fliegen jetzt bis dahin, ab hier, dann brennen wir Retro, dann ist alles gut, oder? Das wäre vorwärts und rückwärts ist da und ich soll hier auf Surface gehen, ne? Warum der jetzt angegangen ist, weiß ich nicht, aber ist jetzt egal. Und dann können wir jetzt eigentlich kleiner machen, ne? Hier auf 18.000 hat er gesagt. Und dann sollte ich auch noch auf 5% Triebwerksleistung gehen, ne? So. Ist das so viel? Hätte ich jetzt nicht gedacht. 50, 40, 30,
20. Haben wir jetzt 20? 18, okay. Jetzt warten wir bis dahin. Und dann müssen wir da das gleiche in grün machen, oder wie war das? Ja, nur wir müssen da auch auf die andere Seite, ne? Oder bin ich da jetzt fehl am Platz? Ne, das passt schon, ne? Können wir ein bisschen mehr reinzoomen. Jetzt macht da gar keinen Krach mehr hier. So. Können wir ein bisschen rumschwenken, dann sehen wir das alle besser. Ah, jetzt höre ich auch was. Okay, der wird da noch kleiner, ist aber nicht schlimm. Wir sind ein bisschen früher dran, aber passt schon alles noch. So. 80.000, ich könnte den irgendwie anklicken, ne? Oder wie war das? Ne. Ist schon angeklickt, alles klar. 50. 40. 30. 30, 25, 24, 23. Stopp mal, hier läuft was aus dem Ruder. Da müssen wir aufpassen, dass wir da nicht irgendwo aufschlagen, ne, oder? Noch kommen wir da, glaube ich, dran vorbei, ne? Und wir sind schon ziemlich nah. Vielleicht drehen wir die Kiste mal noch um und machen noch mal ein bisschen größer. Ich glaube, das ist dann doch hier zu klein, ne? Ja, komm. Dann Warp hier. Autosaving. Und dann da nochmal hin. Und dann kriegen wir das auch noch mal kleiner, ne? So. Sind wir jetzt hier? 13. Gut. Ich denke, das passt schon so. Land on Minmus war da ja gefragt und... was wollte ich jetzt tun? Gute Frage. Ach so, Daten senden wollten wir noch, ne? Da sind wir, ganz nah dran. Gucken, ob da noch was an Daten bringt. Okay. So rumdrehen. Da ist das Thermometer. Und die senden wir auch nochmal. Kommando, Uploading Data. All in Space near. Ja, konnte ich jetzt nicht so schnell lesen. So. Das bedeutet jetzt, wir müssten eigentlich nur weiter hier gegenbrennen, um dann irgendwann zu landen, ne? Gut. Ziemlich senkrecht drauf. Gehen wir hier nochmal reingucken, oder? Ja. Machen wir ganz einfach jetzt, oder? Ach so, 5%, ja, die machen wir noch. Dann müssen wir da nochmal hin. Einmal andere Seite angucken. Wir sind bei 13%. Komm, die 5 kriegen wir auch hin. So. Ah, super. Komm. So. So haben wir. Ausgerichtet sind wir fast. Und jetzt gucken wir, dass wir da senkrecht runterkommen, ne?
Einmal Vollgas machen. Und dann müssen wir gleich runterfallen. 1000. Ja, alles easy, ne? Ja, ich glaube. Und gleich nur gucken, dass das nicht sich umschlägt in irgendeiner Form, ne? Nee, da komme ich so gar nicht in der Karte rein. Ich bin schon ganz nah. Man sieht hier jetzt nicht ganz so viel. Aber okay, wenn ich da drauf gehe, habe ich diesen tollen Punkt. Dann kriege ich mit, wo ich ungefähr bin. Ja. Wird schon, ne? Delta V ist super, wollen wir uns keine Gedanken drum machen. So, jetzt sind wir senkrecht, oder? Fast bestimmt. Jetzt müssen wir uns ein bisschen passend ausrichten hier noch. Ich glaube, wenn wir jetzt hier so brennen, dann kommen wir dahin, oder? Was sagt die Karte dann da eigentlich zu? Ne, dann geht die Höhe nach hoch, okay. Das ist dann falsch. Oder eigentlich nicht. So, wir haben noch so ein... Wir müssen noch gegenlenken oder was, ne? Wir sind noch im aufsteigenden Ast hier oder was? Ja. Jetzt verlieren wir noch an Höhe. Fallen wir runter, ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Ach so, die Landebeine machen wir vielleicht mal raus, bevor wir das nachher vergessen, ne? So raus, ja. Mal gerade von oben gucken. Sieht aber wirklich so aus, als ob wir schon fast senkrecht runterkommen, ne? Die Geschwindigkeit steigt dann doch noch relativ gut, ne? Oh, ich glaube, wir müssen mal einmal Vollgas machen hier, damit wir diese Meterzahl mal ein bisschen weniger haben, ne? 50, okay. Jetzt geht da ja doch was, ne? Die Oberfläche nähert sich ja doch ganz schön rapide. Ah, 2000 Meter steht da oben rechts, bis wir aufkommen. Ja, da müssen wir ein bisschen mehr. 1600 Meter. Also sieht man nicht, wann man runterkommt, ne? 1000 Meter noch.
So. Schwer zu sehen, ne? Warte mal, wenn da die Sonne kommt, dann muss da irgendwo unser Schatten zu sehen sein, eigentlich. 500 Meter. Ne, das ist die falsche Richtung. Das ist auch die falsche Richtung. Ich glaube, wir sollten ein bisschen so um. Noch was auszugleichen, sozusagen. Schatten sehe ich jetzt nirgendwo. Bisschen mehr Gas geben, also wieder. Nicht nachher aufprallen zu stark. Mal gucken. Ja, ah, da ist unser Schatten. Alles klar. Können wir uns orientieren. Ne, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen nach da auch steuern. Okay, das sieht eigentlich relativ gut aus. Das wollte man nicht. Nee, das war falsch. So. Jetzt gehen wir wieder hoch. So, jetzt müssen wir nur näher kommen, ne? Das macht doch einen ganz guten Eindruck hier, oder? Letzten 20 Meter oder was sind das? Na, das ist mir zu heikel. Haben irgendwie zu viel Bewegung in diese Richtung da. Halt, das war zu viel, viel zu viel. Glaube, jetzt könnte es gut klappen. So, wir stehen, oder? Oder rutschen. Aber ich glaube, der hält an. Wunderbar, Landung geglückt. Und jetzt möchten die noch Science haben, ne? 50% gibt es dafür. Und da ist der letzte Haken gesetzt. Dann haben wir die Mission auch geschafft. Wo ist das Fieberthermometer? Da. Das schicken wir auch nochmal. Gibt es auch nochmal Punkte für.
Wunderbar. Haben wir das geschafft. 699 ist hier noch drauf. Ja. Würde ich jetzt fast sagen, vielleicht können wir da nochmal starten und auf der anderen Seite landen. Das können wir aber, wenn, in der nächsten Folge machen. Ich denke, das ist jetzt mal für die Runde genug. Hier haben wir die Mission sogar noch geschafft. Also, das ist super. Wunderbar. Alles gut. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Ich hänge das mal noch hinten dran, der Drahl, oder wollte noch den Forschungsbaum sehen, hatte ich ganz vergessen. Aber den haben wir ja jetzt hier. 160, 160, 160, 160. Das sind 300, die haben wir noch nicht. Also hier können wir hier weitermachen. Da können wir weitermachen und da wäre natürlich auch noch alles offen, ne? Gut. Also, bis dann. Ciao.